Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller von Gamers Global. Willkommen zu unserem neuesten Test. In Spider-Man Miles Morales rettet ihr erneut das virtuelle New York vor einer Superschurkenbedrohung. Dabei ist das Spiel weniger ein waschechter Nachfolger als vielmehr eine umfangreiche Standalone-Erweiterung. Trotzdem geht ihr eine Menge Spielspaß ins Netz. Für diesen Test habe ich Spider-Man Miles Morales auf der PS4 Pro und auf der brandneuen PS5 gespielt. Und keine Sorge, Spoiler wird es natürlich keine geben. Ich spinne doch nicht. Wie der Name ganz dezent andeutet, werdet ihr nicht als Peter Parker auf Gangsterjagd gehen. Stattdessen schwingt ihr euch als Miles Morales durch die Häuserschluchten, der am Ende des Hauptspiels von einer Spinne gebissen wurde und nun auch Superkräfte hat. Peter hat den Jungen aus Harlem unter seine Fittiche genommen und so bekämpfen sie gemeinsam die bösen Buben. Beispielsweise gibt es zu Spielbeginn einen packend inszenierten Kampf gegen das menschliche Rhinoceros Rhino. Doch schnell findet ihr euch als einsamer Rächer der Gerechten in New York wieder. Peter muss nämlich für ein paar Wochen nach Europa. Es kommt, wie es kommen musste. Mit dem Underground und ihrem Anführer, dem Tinkerer, tritt eine neue Verbrecherorganisation auf den Plan. Zu allem Überfluss gibt es da auch noch diese gefährliche Substanz Nuform. Spider-Man Miles Morales erzählt also eine klassische Superheldengeschichte, der ein sympathischer Hauptcharakter spendiert wurde. Und auch Figuren wie seine Mama Rio, die Jugendfreundin Finn und Miles bester Freund und Spinnengehilfe Genki sind charmant geschrieben und sorgen für die nötige emotionale Tiefe. Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach! Am Spielprinzip hat sich nicht viel geändert. Noch immer verbringt ihr viel Zeit damit, durch das originalgetreu nachgebaute New York zu schwingen, was abermals einen Heidenspaß macht. Das hängt auch mit der unkomplizierten Steuerung zusammen. Durch gedrückt halten von R2 schießt ihr ein Netzseil. Lasst ihr den Trigger los, klingt sich auch Miles aus. Ihr könnt aber auch abspringen, um Höhe zu gewinnen, an Wänden entlang laufen, kleine Tricks wie Salti machen und durch schnelle Netzschüsse nach vorne schießen. Die Schnellreise via U-Bahn habe ich nie genutzt, so grandios ist die Schwungmechanik. Doch mindestens genauso viel Zeit wie in den Häuserschluchten verbringt ihr damit, die kleinen und großen Kriminellen der Stadt zu verhauen. Das Kampfsystem orientiert sich am Free-Flow-Prinzip der Batman-Arkham-Reihe, ist passend zu Spidey aber deutlich flotter. Im Affenzahn verteilt ihr Schellen, weicht Schlägen und Projektilen aus, hüpft von Gegner zu Gegner und nutzt Gadgets wie kämpfende Hologramme. Das braucht zwar etwas Eingewöhnung, geht dann aber gut von der Hand. Neu sind in Miles Morales die Venom-Kräfte. Die basieren auf Bioelektrizität und sehen nicht nur spektakulär aus, getroffene Gegner stehen auch kurzzeitig unter Schock und erleiden mehr Schaden. Aufgeladen wird die Venom-Leiste durch Treffer und indem ihr gegnerischen Angriffen ausweicht. Wie gewohnt warnt euch der Spinnensinn, der über Spideys Kopf klingelt, vor ankommenden Attacken. Als Venom-Attacken habt ihr einen regulären Schlag, ebenso wie einen Schmetterangriff, der mehrere Gegner auf einmal trifft. Der Sprung schleudert Feinde in die Luft und entwaffnet sie. Der Sprint stürmt auf bedauernswerte Ganoven zu und die Mega-Attacke räumt das gesamte Feld auf, benötigt aber drei aufgeladene Leistenelemente. Bestimmte Gegnertypen, die beispielsweise einen Energieschild haben, könnt ihr gar nur mit Venom-Angriffen verletzen oder sie können euch auch kurzzeitig der Kräfte berauben. Die neuen Attacken fügen sich super in das etablierte Kampfsystem ein und haben auf mich zu keinem Zeitpunkt übermächtig gewirkt. Auch in Miles Morales könnt ihr oftmals lautlos vorgehen und hier hilft euch die Tarnfunktion eures Anzugs. Per Knopfdruck werdet ihr kurzzeitig unsichtbar und könnt so aus dem Sichtfeld von Gegnern fliehen oder euch an eine Gruppe heranschleichen. In Kombination mit der Fernzündermine und Sicherungskästen könnt ihr so ganze Gegnertruppen ausschalten, ohne dass sie überhaupt etwas merken. Zumindest, wenn das System nicht wieder spinnt und euch einen Gegner unterhalb einfach nicht greifen lässt. Im Fähigkeitenmenü könnt ihr eure Spinnenkräfte weiter ausbauen. Ihr erhöht den Radius von Venom-Angriffen, erhaltet einen zweiten Finisher oder erhöht die maximale Zeit im Tarnmodus. Zur Aufrüstung benötigt ihr wie gehabt Fertigkeitspunkte, die ihr durch Levelaufstiege erhaltet. Weitere Skills schaltet ihr außerdem im New Game Plus frei. Neue Anzüge und Modifikationen gibt es ebenfalls. Ihr erleidet durch sie weniger Schaden, erhaltet Lebensenergie, wenn ihr Venom-geschockte Gegner verhaut
oder macht eure Takedowns lautlos. Ein Effekt ändert die Bewegungen des Spinners sogar so, dass sie aussehen wie im fantastischen Animationsfilm Into the Spider-Verse. Die zur Freischaltung benötigten Punkte erhaltet ihr durch Nebenaktivitäten, von denen es wieder einige gibt. Zunächst könnt ihr Nebenmissionen in der neuen Freundliche Spinne aus der Nachbarschaft-App annehmen. Dabei gibt es sogar eine nette Nebenhandlung, die sich über mehrere Aufträge erstreckt. Außerdem findet ihr neue Teile in Underground-Kisten, die ihr per Näherungsscanner aufspürt. Durch die Säuberung von Underground-Verstecken erhaltet ihr Aktivitätsmarken und Teile, versteckte Zeitkapseln erzählen Geschichten aus der Vergangenheit und versorgen euch mit Aktivitätsmarken. Etwas nervig ist die Suche nach Audio-Samples. Hier müsst ihr Geräuschquellen finden und den Sound neu aufnehmen. Zu guter Letzt gibt es noch Herausforderungen in den Kategorien Kampf, Fortbewegung und Lautlos. Bei diesen müsst ihr möglichst schnell Ziele erfüllen und erhaltet dafür neue Skills wie Boosts beim Absprung von Punkten und bessere Würfe von Gegnern. Es gibt also einiges neben der Hauptstory zu tun und das ist auch gut so. Denn Miles Morales ist nur etwa halb so lang wie Spider-Man. Mit den Hauptmissionen werdet ihr also nur grob 8 bis 10 Stunden beschäftigt sein. Das finde ich aber nicht zu schlimm, zumal ihr diese Zeit dank der zahlreichen Nebenbeschäftigungen ohne weiteres verdoppeln könnt. Technisch habe ich an Spider-Man Miles Morales wenig auszusetzen. Auf der PS4 Pro sieht das Spiel richtig stark aus und punktet durch kleine Details wie Schneeflocken, die auf Miles Anzug liegen bleiben. Allerdings hatte ich in der letzten Story-Mission teils extreme Framerate-Einbrüche, was vermutlich durch den Day-One-Patch noch behoben wird. Ansonsten ist grafisch aber alles gut bis sehr gut. Besonders die Animationen beim Netzschwingen, die sich dezent vom Vorgänger unterscheiden, sind erste Sahne. Und besonders bei den Finishern im Kampf spüre ich die Wucht der Fäuste, die die Gegner trifft. Auch auf Soundseite habe ich wenig zu meckern. Der Soundtrack mit seiner Mischung aus heroischer Filmmusik und sanften Hip-Hop-Beats weiß zu überzeugen und die Effekte sind abermals bombastisch. Die deutschen Sprecher machen ihren Job überwiegend sehr gut, mit ein paar Ausreißern nach unten und teilweise Fehlern in der Lippensynchronität. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Ah, Nadja. Echt jetzt? Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Micho. Hallo? Ein Wort noch zur PS5-Version. Die sieht richtig, richtig gut aus. Dank Fake Raytracing spiegelt sich zwar nicht alles in Pfützen und Scheiben, die Reflexionen auf glänzenden Oberflächen sind aber deutlich schicker als auf der PS4. Dazu kommen die butterweichen Animationen, die dank den 60 Bildern pro Sekunde noch einmal geschmeidiger wirken. Die Funktionen des DualSense Controllers, wie die besondere Vibration, habe ich aber nicht groß bemerkt, sie sind nur im Kleinen zu spüren. Insgesamt verpasst ihr also nichts, wenn ihr Miles Morales auf der PS4 spielt, die insgesamt bessere Version gibt es aber auf der PS5. Schwingen wir uns zu meinem Fazit. Für mich war Spider-Man eines der großen Highlights im Jahr 2018, nicht zuletzt dank meiner Liebe zur Comicvorlage. Daher war meine Freude auf Miles Morales sehr hoch und ich kann nur sagen, Insomniac hat abermals ein dichtes Spielspaßnetz gewoben, das kaum Wünsche offen lässt. Besonders das Schwingen durch die Stadt ist fantastisch. Und wenn der insektenhassende Redakteur J. Jonah Jameson in seinem Podcast wieder über die Spinne herzieht, dann musste ich oft schmunzeln. Dreimal wer auf der schlechten Liste steht. Alle fangen mit Spider an und hören mit Man auf. Die Venom-Kräfte ergänzen das Kampfsystem ideal und wirken zu keinem Punkt zu stark. Das hängt auch damit zusammen, dass die Entwickler die Gegner entsprechend ausgestattet haben, damit sie eurer Bioelektrizität teilweise trotzen können. Wie schon im Hauptspiel ist das Pacing nahezu perfekt. Ihr müsst nie zu lange am Stück klettern, kämpfen, schwingen oder Umgebungsrätsel angehen. Manchmal lässt euch das Spiel zwischen Hauptmissionen auch ein paar Minuten freischwingen oder Zufallsverbrechen bekämpfen, bevor ihr in der Story weitermachen könnt. Gehetzt bin ich mir nie vorgekommen und New York erkunden macht auch einfach Spaß, solange man nicht spazieren geht. Zwar freuen sich die Leute über Spidey, aber auf dem Boden der Tatsachen wirkt New York teils sehr detailarm. Warum Miles Morales letzten Endes für mich nicht besser als Spider-Man ist, hat mehrere Gründe. Zum einen ist da die kürzere Spieldauer, die mich zwar nicht gestört hat, aber schade ist. Ich hätte gerne mehr Zeit im Kostüm verbracht. Zum anderen fehlt es der Standalone-Nachfolgererweiterung etwas an spektakulären Bosskämpfen. Ansonsten erwartet euch ein sehr starkes Superheldenspiel, das euch mit einem fantastischen Kampfsystem, einer gelungenen Story, unheimlich spaßiger Fortbewegung und vielen Nebenaufgaben ins Netz lockt. Meine Note lautet 9.0 von 10.
Diesen Test gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Infos auf gamersglobal.de. Wenn ihr auf YouTube zuseht, lasst doch ein Like und ein Abo da.